Genüge. Was ist das denn? Neonschild. Ach, das ist ja cool. Was ist das denn? Drehende Finger? Wenn das... Leute, mal ehrlich, wenn das Finger sein sollen, also dann... Ich weiß nicht. Der muss ja zu viel popeln, wenn er so eine Finger hat einfach. Das ist einfach... Das ist sehr ungesund. Neonschild. Blauschimmelkäse GmbH. Ist da Blauschimmelkäse Käse dran oder was? Oh, ein Wolf. Das ist ja geil. Nimm ich auch mal. Wir haben ja genug. Rockerwill. Ach, das ist ja auch geil. Überall Neonschilde hängen, das ist ja auch gewünscht einfach. Was ist das denn? Ein Kneipenschild? Nee. Schöne Mail zum Tanz. Achso, kennen wir ja. Na, so viel ist ja auch nicht mehr hier, wa? Naja. Vorhänge. Gibt es ja auch noch welche? Nee, doch. Kaftanvorhang. Aha. Hm. Hört sich ja gesund an. Zimmerstühle. Klassischer Esszimmerstuhl. Den gibt es von Late Night, was? Naja. Gibt es ja nicht noch mehr? Nee, gut. Eine Pupsablage. Mensch. Kannst du rauf pupen. Ja, Pup, ne? So. Ach nee, kann man ja nicht hinzeigen. Ja, ich. Was ist das? Ein Esstisch, klassisches Glas. Siehst du, Tisch und ein Glas in einem. Da kannst du auf dem Tisch aus dem Glas trinken, weil das Glas gleich drauf ist. Ich rede nur wieder Scheiße. Ach, Barhocker. Das ist ja cool. Gibt es auch so eine hohen Barhocker? Ne, mach Sachen. Das ist ja geil. Ich muss ja einfach mal gucken, auch wenn es ein paar dauert, aber gleich geht's wieder weiter. Bars. Eine Kellersaftbar. Naja, ich weiß ja nicht. Einen Keller haben wir ja nicht. Ja, sonst haben wir ja alles erstmal. Bilder und Poster kennen wir ja. Genussvolle Kaffeekarte. Naja. Büro haben wir. Kinderzimmer ist sicher auch nichts Neues. Bei Spielzeug ist nichts. Na, Betten hatten wir ja. Spielzeug war ja nichts. Das auch nicht. Hier gibt es ja auch nichts von Late Night. Draußen. Dachdekoration. Ne, gibt es nichts von Late Night. Heiserkeitlampe. Da bist du heiser. Also Heiserkeitlampe. Die schreit sich so heiser, die Lampe. Oh, ich aber auch, weil die Musik, die ist ganz schön laut auf den Ohren. Ja. Gartenstühle. Draußen. Gartenstühle. Was? Ne. Was sucht ein Geburtstagskuchen bei Gartenstühlen? Oder draußen kochen? Was? Man isst einen Kuchen und na gut, man kann einen Kuchen draußen essen, aber man isst ihn normalerweise aber drin, ne? Ich verstehe das nicht. Ein Picknickkorb. Ein Picknickkorb. Ach nee, ja gut. Ist ja sonst nicht jugendfrei, aber lass ich mal. Gartenstühle. Alter, ist der geil. Was kosten der? 800. Das geht ja nur. Autoaktivitäten. Goldstrom-Whirlpool. Oh, ein Whirlpool, das fehlt noch im Garten.
Hundertprozentig. Ein schöner Whirlpool. Kann man den noch nehmen? Ja. Ah, 6000 ist auch ein bisschen doll, aber... Oh ja. Warte mal, den drehe ich nochmal kurz. Ja, so ein schöner Whirlpool einfach. Das muss sein. Zwar hat es ein bisschen Geld gekostet, aber... So ein Whirlpool ist einfach mal schön. Gartendeko. Ein Hydrant aus Nightlife. Das muss ich nicht wirklich haben. Oh, bist du noch mehr, Mensch. Was ist das denn? Eine Fontäne. Ach, das ist ja geil. Schön. Ach, das sieht ja geil aus. Cool. Kann man sich das in den Garten zimmern? Aber wie teuer ist denn das? 3500 Simoleons! Ne. Das kannst du vergessen. So schön es auch aussieht. Autos von Nightlife gibt es sowieso nicht. Ein Autostellplatz brauchen wir nicht. Na gut. Zurück zum Alltagsgeschehen. Mensch. Wie sehe ich denn aus? Energie ist ganz schön runter. Hygiene ist runter. Die Hygiene, Alter, das... Das ist... Stinken die denn alle? Nee. Oh. Oh. Lissy, naja, gut. Oh. Schön. Hygiene sieht gut aus. Oh, Alter. Harndrang. Der müsste ganz gerne mal auf Klo. Sag mal, kann er das Klo nicht einfach benutzen? Geht das nicht? Betrachten? Nee, du sollst das nicht betrachten, du sollst das ja benutzen. Ach, Mensch. Ach, Mensch. Der nimmt erstmal das andere Klo, dann, beim anderen hat er ja daneben gepisst, also bei dem Dings. Mit dem Hund habe ich zwar auch noch was vor, aber ich muss erstmal gucken, wie das denn vonstatten geht. Reste essen, Spaghetti. Oh, ich habe lange nicht gespielt. Oh. Ich habe lange nicht gespielt. Obwohl, das spiele ich ja gerade. Also, ne? Also das, ja, gut. Ich spiele ein Spiel im Spiel, das ist schön. So, Imodi, was macht die denn? Die könnten bitte Spaß vertragen. Achso, ich soll ja mit einem Spiegel reden. Achso, wegen Charisma und so. Ja, stimmt. Wie weit ist die denn? Oh, noch nicht ganz so weit. Naja. So, der Papa denn ist denn, ja, so fertig. Der ist ganz schön asozial, der Vater. So zur Hälfte asozial einfach, aber... Der Hund irgendwie auch, der ist noch asozialer als der Vater, aber das kann man ja ändern. So. Ja, die Lampe, das mit dem Hund, das würde ich dann auch nochmal ausprobieren wollen. Ausschalten. Braver Hund, hast einfach mal das Licht ausgeschaltet. Mensch, schön. Dann stellst du mal die Intensität ein. Benutzerdefinierte Intensität, dieses Licht. Oh. Ach, kann man 0,0 bis 5. Das ist ja cool. Da darf ich mich nicht so einschränken. Ich sehe, ich kenne mich dann nicht nur nicht mal mit den Lampen einstellen so richtig aus. Und das kann der Hund einfach. Das ist einfach. Dieses Licht erstmal einschalten. Braver Hund. So, dann kannst du, ja, Intensität, nee, Farbe einstellen, das ist auch mal schön. Hm, blaugrün, orange, magenta, oh, eine Flamme. Kommen jetzt Flammen aus dem Kronleuchter oder was? Ach, das ist ja cool. Ach, das sieht man nicht, schade. Hm, sieht aber lustig aus. Hm, was können wir denn doch nochmal machen? Schwarzlicht einschalten. Alter! Ne. Was ist hier los?
Alter, wie krass. Das ist ja cool. Aber nee, machen wir mal lieber... Piss? Wie jetzt? Schwarzlicht? Schwarzlicht der Entität? Was? Ich will es nur anschalten. Schwarzlicht ausschalten, Schwarzlicht automatisch einstellen. Oh. Jetzt geht das. Siehst du, hat der Hund einfach mal in sein alles gemacht hier, also ausgeschaltet. Intensität eingestellt, Farbe eingestellt, na Intensität nicht, aber Farbe eingestellt, Schwarzlicht eingestellt. Mensch, was der Hund alles kann. So ein braver Hund. Mensch. Dass ein Hund wie im Buche steht, einfach. So. Wo waren wir denn jetzt? Ich sehe gesund aus. Spaß ist fertig, dann kann ich eigentlich... Hausaufgaben. Oh. Der hat immer noch ein Auto in der Tasche. Sehr schön. Ach Mensch, den kann er ja ein bisschen... Ich kann ein bisschen schlafen, ne. Dann gehen wir mal kurz nach oben. Schlafen wir mal ein bisschen. Muss ich morgen in die Schule? Ach, heute ist Samstag, ich muss morgen noch arbeiten. Nee. Warte mal. Ihhh. Na, das sieht ja gesund aus. Kann man... die Mutti, die sieht von der Energie ja noch ganz... Hat die Hausaufgaben? Alter, was hat die denn alles im Inventar, sag mal? Fisch und Chips. Die hatten auch schon auch ein Auto in der Tasche. Das ist einfach... Man muss ihn arbeiten? Muss sie morgen arbeiten? Ja, in 17 Stunden. Dann müsste eigentlich schlafen nachher. Die können mal das Klo sauber machen einfach. Säubern. Siehst du, als ich das Klo bewachen lassen wollte ich ja auch mal. Wenn andere auf Klo geht, dann entweder wird der Pullermann abgebissen oder...